So, weiter geht's vom In-Ears-Video. Sollte man sich vielleicht vorher reinziehen, ist aber es nicht zwingend nötig natürlich. Ich habe jetzt den zweijährigen Basisteil von meinem Studium, von meinem Tontechnikstudium hinter mich gebracht und dabei hatte ich den ein oder anderen Geistesblitz und einen möchte ich gerne hier teilen und der ist, wie schon erwähnt, die perfekte Studioaufnahme oder eigentlich sollte man besser sagen, optimales Mikrofonieren, weil Studio schließt ja den Raum und die Positionierung im Raum mit ein. Also geht es hier nur um die optimale Mikrofonierung, wo man das Mikrofon aufstellen kann, wirklich um den perfekten Sound zu kriegen. Und was man dafür braucht, sind gut dämpfende In-Ear-Monitoring-Systeme. Nehmen wir als Beispiel eine Kickdrum her. Es ist ja so, dass man die auf mehrere Arten mikrofonieren kann. Man weiß ungefähr, wo man den Grundton einfangen kann und wo es eher die Obertöne gibt. Also stellt man die Mikrofone nach einem ungefähren Plan auf und dann geht man rüber in die Regie und hört sich das Ganze mal an. Okay, vielleicht ist man damit zufrieden, vielleicht aber auch nicht. Und wenn nicht, dann geht es mit den Nachkorrekturen los und dann fängt das Ratespiel an. Also zurück ins Studio, kleine Änderungen der Positionierung, zurück in die Regie, anhören, naja, okay, vielleicht kann man dann noch was machen, aber eigentlich ist das kompletter Unsinn. Und was ist eigentlich, wenn der perfekte Sound für das Instrument ganz woanders liegt? Das wäre eigentlich ziemlich blöd. Und genau da ist es mir ins Hirn geschossen, dass man es so elegant, so einfach lösen kann. Und was man dazu braucht, sind, wie schon gesagt, gut schirmende In-Ears. Bei leisen Instrumenten kann man das sogar mit gut abschirmenden Kopfhörern lösen, aber bei Drums zum Beispiel, da reicht das einfach nicht mehr. Für so laute Instrumente wie zum Beispiel Drums braucht man wirklich eine sehr starke Dämpfung und das funktioniert dann halt nur noch mit so einem System. Und was man natürlich noch braucht, ist ein Musiker, der das Drumset spielt im Studio und einen Assistenten, der drüben in der Regie hockt. Der Drummer haut rein, du stehst neben ihm, hättest gerne das Mikrofon von der Kick, kein Problem, dein Assistent schaltet sie auf die Kopfhörer, du nimmst das Ding in die Hand, fährst rum und suchst den perfekten Spot. So einfach ist es. Was man außerdem machen kann, ist vor Ort das richtige Mikrofon aussuchen. Welches Mikrofon passt zu welchem Instrument? Welcher Frequenzgang ist am besten für den Song? Kein Problem mit sowas. Oder wenn du ein Handheld-Ding hast, so wie das da. Wenn du das hörst, was das Mikrofon hört, dann kannst du es perfekt einrichten und es ist einfach. Es ist schnell und einfach und optimal. Aber leider teuer. Als kleines Beispiel meine Akustikgitarre. Ich finde es einfach so krass, wie sich das auswirkt und mit der Methode kann man so leicht und so schnell den perfekten Spot finden. Es ist echt fast zu schön, um wahr zu sein. Ich pack's eigentlich noch immer nicht. So, ich werde jetzt noch gleich das nächste Video filmen. Und zwar von meiner neuen Gitarre, also eigentlich nicht neu, sondern umgebaut. Ist ein ziemlich lebendes Projekt geworden, finde ich. Und was genau ich da gemacht habe, und um das geht es in den kommenden Videos. Könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne anschauen, würde mich sehr freuen. Na gut, ich hoffe, das Video war irgendwie lehrreich. Danke fürs Anschauen auf jeden Fall. Außerdem... Subscribe für den epischen Zeitvertreib. Chris Viral.